Von der Side-by-Side-Position. Ich schicke sie raus. Kennen wir schon. Send-out und das Bring-in. Und dann habe ich eine tiefe Position geführt, aus der ich sie springen lassen wollte. Optional könnte ich natürlich auch mitbringen. Weil wenn ich schon Schwung geholt habe, warum sollte ich da nicht mitbringen? Work, Platz, Tap, Hopp, Work, Platz. Und dann haben wir über die Art des Sprungs geredet und haben diesen hier gefunden. Hopp, Hopp, Tap, Zack. Die Flea Hops. Im Wesentlichen Work, Platz, mache ich tief, drücke mich nach oben ab, springe auf dem äußeren Fuß, innerer Fuß tappt hinter dem äußeren Fuß, springt zurück in diese Position, ziehe den Fuß ab, ein Slap und der rückt Platz. Übertragen auf die Partnerin ist ein bisschen trickreich, kriegt man aber hin. Ich habe nur ein kurzes Intervall auf der 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und der rückt Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rückt Platz. Bom.